Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Ich habe jetzt noch ein paar Weekend League Spiele vor mir. Es ist Sonntag, aber ich denke, ich werde die schaffen. Wir haben ja auch gar nicht mehr so viel vor uns. Deswegen bin ich da eigentlich guter Dinge. Und zwar haben wir nach 11 Partien nur 7 Siege. Das ist ziemlich schwach. Aber dann fällt mir ein, ich habe tatsächlich geträumt von der Weekend League. Allerdings nur, ich habe nur das Ende geträumt. Und zwar habe ich geträumt, dass ich Gold 3 werde und mir genau ein Sieg gefehlt hat, um Gold 2 zu werden. Und es hat mich fürchterlich aufgeregt im Traum, das weiß ich noch ganz genau. Und deswegen hoffe ich, also deswegen will ich jetzt noch besser spielen, damit mir diese Prophezeiung, diese Traumprophezeiung, dass die quasi nicht eintritt. Ich möchte nicht. Ich glaube, man braucht 13 Siege für Gold 2 und ich möchte nicht mit 12 Siegen am Ende dastehen. Deswegen, 12 Siege wären super geil, dafür müsste ich jetzt schon 4, 5, 6, was habe ich gesagt? 12 Spiele wären schon, 12 Siege wären schon super geil, wir bräuchten jetzt noch 5 Siege. Nur noch 11 Partien, deswegen, das wird sowieso nicht. Also ich bin froh, wenn ich 11 Siege schaffe, das sind noch 4 Siege. Und jetzt schauen wir mal. Ich habe auch irgendwas gehört, dass das Verteidigungsverhalten anders geworden ist nach dem letzten Patch. Ich muss zugeben, so viel anders hat sich es bisher eigentlich nicht angefühlt. Es wäre jetzt wieder einfacher zu verteidigen, es wäre jetzt wieder mehr wie FIFA 17, die CPU-Verteidigung würde wieder mehr mitmachen, würde wieder mehr die Räume zu laufen etc. Also ich hatte eigentlich das Gefühl, dass noch das meiste genauso ist wie vorher. Deswegen bin ich ein bisschen verwundert, als ich das gelesen hatte. Und wir wechseln mal auf die Calcio A. Und gestern habe ich das erste Mal offline gespielt, an der PlayStation 4 mit Freunden. Und man weiß ja, dass das Ultimate-Team-Spiel immer schneller ist als das normale FIFA. Und ich habe gemerkt, dass auf jeden Fall in dem normalen FIFA das Verteidigen nochmal deutlich einfacher ist, weil eben das Spiel langsamer ist und man dadurch mehr Zeit hat, verdammt, ich habe vergessen, Icardi auf die Bank zu setzen, und man dadurch mehr Zeit hat zu reagieren und sich in der Abwehr halt zu positionieren etc. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen und hier ist irgendein Spieler zu viel, aber ist mir erstmal egal, wir packen erstmal Icardi rein, der ja ein wunderschönes Tor geschossen hat im ersten Spiel. Hat er sogar mehr gemacht als eins? Nee, es war ein Tor, genau. Aber ein schönes. Aber wir haben, glaube ich, trotzdem verloren, oder? War das nicht so? Bin mir nicht mehr sicher. Egal, wir spielen jetzt. Ich mache jetzt erstmal, ich denke, hier werde ich jetzt, wenn alles gut geht, 2 Spiele machen in der Aufnahme. Dann werde ich einmal zu meinen Eltern gehen, essen. Und dann werde ich, wenn alles gut gegangen ist, die restlichen 9 Spiele danach machen, wenn ich wieder da bin. Ja, konzentrieren, gut spielen, nach vorne gut spielen, variabel spielen, aber vor allem versuchen, in der Abwehr stabil zu stehen. Und wenn die Abwehr jetzt leichter ist, dann sollte das ja kein Problem sein. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr gute Abwehr. Dann vorne natürlich Musa am Sturm, klar, was sonst? Martial, das ist auch ein sehr teurer Spieler, wie immer. Wir schauen mal, es ist wieder ein sehr schneller Sturm beim Gegner. Und ich muss auf jeden Fall mir angewöhnen, wieder die Laufwege, die Sprintwege zu erahnen und das schneller zuzulaufen. Weil das war auf jeden Fall des Häufigeren mal ein Problem. Schauen wir mal. Ich teste gerade was aus, deswegen sieht das so merkwürdig aus, was ich hier mache. Aber es scheint nicht wirklich zu funktionieren. Deswegen lasse ich es wieder sein. War nur ein kleiner Test, jetzt fangen wir an, jetzt geht das Spiel richtig los. Variabel nach vorn zu spielen, aber da sollte der Ball natürlich nicht hin. Zum Glück passt Musaccio auf. Ja, versuche direkt zuzulaufen. Macht er ganz gut. Oh, mein Handy ist noch an, merke ich gerade. Ich hoffe mal, dass ich keine laute Nachricht bekomme. Oh, schießt der Icardi, schade. Ah, haben wir Glück. Das war ein merkwürdiger Pass. Sehr schön, hat sich Musaccio doch schon gelohnt, weil er ist natürlich schneller als die Innenverteidiger, die ich vorher hatte. Vor allem schneller als Astori. Und das war einfach schlecht gelaufen von Icardi.
Sehr gut von Perrin. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Das habe ich wieder vergessen. Ja, und Musa hat natürlich keinen Körper, das heißt, Musacho als Innenverteidiger ist dann natürlich im Vorteil, was die körperliche Präsenz angeht. Gegner ist auf jeden Fall jemand, der, wie es aussieht, gerne auf den Ballführer zuläuft und versucht da die Bälle zu schnappen, ein bisschen Stellungsspiel macht er auch mit, aber ich glaube, er ist vor allem dabei, den Ballführer zu rennen, wie man hier sieht. Geht immer sehr aggressiv drauf. Was natürlich gerade bei schnellen Spielern gut funktioniert. Er hat ja viele schnelle Spieler, deswegen versuche ich das mal irgendwie zu antizipieren. Kein Abseits. Verstehe ich nicht, was da passiert ist. Da hatten wir ja eigentlich schon den Ball mit, ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, der andere Innenverteidiger, wo mir der Name gerade nicht einfällt, also nicht Musacho. Bleiben aber auch zu oft hängen, hatten noch, ich glaube, keinen Abschluss. Hier laufe ich jetzt einfach mal mit, was auch gut geklappt hat. Oh, da hatten wir eigentlich den Ball. Und er macht leider das Lagertor. Herzlichen Glückwunsch. Nein, abseits, alles klar. Bingo Bongo, sehr schön. Ich glaube, ich gehe mal auf Defensiv. Erstens stehen meine Abwehrreihen zu weit oben. Und zweitens. Machen wir mal außen. Ach, wir machen mal auf Außen. Das war das erste Mal, dass ich auf Außen meinen Außenspieler kurz spielen wollte und er es halt auf den Stürmer, auf den Stürmer, auf den Innenverteidiger macht. Da haben wir ein bisschen Glück, war aber auch merkwürdig wieder gespielt, der Pass. Hätte noch weiter in die lange Ecke ziehen müssen, den Schuss, und straffer vor allem. Also Musacho gefällt mir auf jeden Fall extrem gut als Verteidiger, und der ist halt, glaube ich, relativ klein. Da war ich mir nicht ganz sicher, ob ich den spielen will, aber fällt mir wirklich sehr gut. Also ich merke auf jeden Fall, dass mein Kopf noch deutlich langsamer ist. Das kommt natürlich von der Feierei gestern, aber ich mache meine Spiele jetzt trotzdem. Aber ich werde jetzt hier auf jeden Fall keine 100% abrufen können. War gar nicht schlecht, der Schuss. Leicht daneben, aber fast drin. Hat mir gut gefallen, auch wie Icardi da reagiert hat und sich schnell gedreht hat. Okay, das war gut rausgespielt, muss ich zugeben. Das war gut rausgespielt. Denn da kann ich auch nicht sehr viel machen. Man kann halt versuchen, beim Außenspieler näher dran zu sein. Aber es ist halt nicht so einfach. Wie gesagt, dann dribbelt der Ballführer einen halt sehr schnell aus. Und deswegen bin ich da jetzt. Bin ich da jetzt eigentlich ganz zufrieden mit, wie ich das gemacht habe. Auch wenn das Ergebnis natürlich scheiße war. Lackertor, aber vom Allerfeinsten. Sehr schön. Diesen komischen Jubel, den er jetzt macht, den seht ihr ihn leider nicht richtig. Da habe ich das ist quasi, wenn man so eine Art Telefonhörer macht und dann damit schüttelt, mit der Hand einen Telefonhörer macht und dann so schüttelt. Den Jubel habe ich jetzt rausgefunden. Der sieht zwar eigentlich total beschissen aus, aber ich habe einen Pullover, wo diese Hand drauf ist, also diese Telefonhörerhand. Und da muss ich auch dran denken, wenn ich den Jubel mache. Das ist eigentlich auch mit zu meinem Lieblingspullover, deswegen.
Sehr schön, schönes Lackertor, nicht rausgespielt nach einer Ecke, muss auch mal sein. Ich bleibe auch defensiv, würde ich sagen. Ich hätte eigentlich mal auch ausgeglichen gehen müssen, als wir 1-0 hinten lagen. Ja, zweimal ganz, dreimal ganz knapp. Ruhe, wieder aufbauen. Und hoffen, dass wir vielleicht nochmal eine lucky Ecke bekommen, wo wir dann einfach das Tor machen. Wer war, ich habe gar nicht darauf geachtet, wer hat denn eigentlich das Tor geschossen? War das ein Innenverteidiger? Da der für uns da abgezogen hat. Ich weiß es nicht. Ah ja, Koulibaly haben wir ja. Nee, ich glaube Koulibaly, also Musacho war es glaube ich nicht und Koulibaly auch nicht. Koulibaly hätte ich gesehen. Und Musacho war es glaube ich auch nicht. Muss jemand anderes gewesen sein. Könnten oder hätten wir jetzt rein theoretischerweise nachschauen können. Wir hätten jetzt Hazard einwechseln können. Hazard, das ist eigentlich ein Spiel, wo es Sinn macht. Wenn ich dran denke, werde ich direkt, was heißt, wenn ich dran denke, ich werde jetzt direkt nochmal Pause drücken und Hazard einwechseln. Und zwar für Berardi, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ich glaube, für Hazard haben wir jetzt noch drei Spiele. Oh, was ist denn eigentlich Hazard für ein Fuß? Weiß ich gerade gar nicht. Ist der Rechtsfuß? Hat er, wie stand er auf dem schwachen Fuß? Oh, ich glaube, ich muss noch mal Pause machen. Haben wir ein ganz klein wenig Glück gehabt, weil ich hatte definitiv einen Stellungsfehler mit drin. Da kann der Pass scheiße. Hat man eigentlich auch schon den Ball. War zum Glück ein schlechter Abschluss, weil eigentlich hat er eine sehr gute Position gehabt. Kommen wir ja noch sehr schwer irgendwie in die Mitte rein. Kein Foul. Oh, das hat ja komplett gelohnt, dieses Rumgeeier. Wir spielen auf Defensiv, finden natürlich alles frei. Geil. Hat uns eigentlich auch gut zugedeckt. Da kann dann leider noch mal ein Ballbesitz. Glück. Sehr merkwürdiger Schuss von De Rossi. Nicht schlecht, wahrscheinlich zu unplatziert. Schön gemacht von Brozovic, aber er hat ja auch gute Defense-Werte. Ist glaube ich eher ein ZM oder sowas. Hat wie gesagt sehr gute Defense-Werte für einen. Sehr geil, das war geil, das war geil. Schöner Schuss von Icardi. Wenn er sich so weiterspielen lässt, ich finde auch, er lässt sich wie gesagt gut immer drehen. Also, er hat nicht eine schnelle Ballführung und. Wenn er sich so weiterspielen lässt, dann werde ich ihn behalten. Obwohl er halt eigentlich gar nicht. Ah, jetzt können wir direkt mal nachschauen. Was Hazard für einen Fuß hat. Flitzer, Dribbler, Akrobat, angeschnittener Schuss, Flair, Dribbel, ja, ist egal. Fuß, Rechtsfuß, vier Steine auf den schwachen Linken, das ist gut. Ja, obwohl Icardi gar keine so krassen Dribbelwerte hat, hat glaube ich 78 auch nur auf der Karte stehen, was Dribbling angeht. Ist er da wirklich immer sehr schnell und wendig. Kann ja natürlich sein, dass er eine gute Agilität hat. Und der Abschluss, wie gesagt, ist natürlich überragend von ihm. Schauen wir mal, ob er so weiterspielt. So, jetzt gehen wir aber direkt mal auf sehr defensiv gegen den Spieler, wenn wir in Führung sind. Haben wir das Spiel gedreht? Ich weiß gar nicht. Es ist nicht das erste Mal. Wir haben schon mal ein Spiel 1-0 hinten gelegen und dann
auf 2-1 gedreht. Och, du Idiot! Ich wollte überhaupt nicht da rein tackeln. So ein Trottel, ey. Komplett sinnlos. Wirklich komplett sinnlos, dieser Tackle. Ach, jetzt fressen wir dadurch den Ausgleich. Ist das ärgerlich, ey. Ist das ärgerlich. Oh, was für ein sinnloser Tackle. Jetzt gehen wir auf defensiv wieder. Schönes geschenktes Scheißtor. Schönes Ding. Schönes Ding! Schönes Ding! Oh mein Gott, was für ein geiles Ding, Alter! Oh mein Gott, war das geil! Richtig geil! Es hat sich doch schon gelohnt, hier El Sharabi in Champions League Style zu geben. Was für ein Ding! Knallt er das hier unter die Latte vom allerallerfeinsten? So, und jetzt nicht wieder einen beschissenen Elfmeter provozieren. Nein, kein Flügelwechsel. Das ist jetzt nicht so schlimm, der Flügelwechsel, aber ich wollte auf sehr defensiv stellen. Oh, er hat Ronaldo eingewechselt. Hat es meinem Hazard wohl gleich getan. Haben wir Glück, dass das Ding nicht drin ist. Diesmal gibt es keine Elfmeter, haben wir diesmal deutlich besser gemacht. Scheiße, das haben wir nicht so gut gemacht. Richtig eng dran. Das haben wir auch wieder gut verteidigt. Und jetzt ganz in Ruhe seine. Oh, ist ja die 82. Ich mach mal Abwehrriegel rein. Gar nicht gemerkt, was hier für eine Zeit gerade ist. Ich sag ja, das ist so anstrengend, dieses FIFA 18 in der Verteidigung, dass ich wirklich meistens nicht merke, wie die Zeit vergeht. Okay, Icardi lässt wechseln, das ist schon mal schön. Nochmal ein kleines Zeitspiel, es sei denn, es bietet sich was richtig Geiles an. Was jetzt hier nicht der Fall war. Koulibaly. Boah, ich will den unbedingt als Innenverteidiger haben. Der ist so geil. Auf jeden Fall zurzeit der beste Innenverteidiger, den ich bisher gespielt habe in FIFA 18. Mit Abstand. Ja, es war's. Ja! Mein Gott! 1-0 hinten, 2-1 geführt, 2-2, der Gegner gleicht aus und dann machen wir das 3-2. Nice, 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 nice. War natürlich auch ein glückliches Tor mit diesem 1-1 von mir, muss ich zugeben. War aber auch scheiße von mir dann dieses 2-2, dieser Elfmeter hätte auch nicht sein müssen. Also ein klein wenig Glück habe ich jetzt hier schon, dass ich das Spiel gewinne. Ich denke, unentschieden wäre verdienter gewesen und die Verlängerung, aber ich bin natürlich froh, dass es so gelaufen ist. Hazard habe ich gar nicht gemerkt, wenn ich ehrlich bin, in dem Spiel wirklich null. Vorlagen, Biglia und Brozovic. Moment mal, wer hat denn das zwei, wer hat denn das... Ach, Berardi hat das Tor gemacht, dieses Tor nach der Ecke im ersten,
ersten Spiel, wollte ich gerade sagen. Das 1-1. Alles klar. Gut, jetzt machen wir noch das zweite. Wäre natürlich schön, wenn wir das jetzt auch noch gewinnen könnten. Wo habe ich denn eigentlich mein Trinken? Habe ich irgendwo mein Wasser stehen? Moment mal. Was ist mein Wasser? Ich muss mal kurz mein Wasser holen. Ich müsste nach dem Wohnzimmer gehen. So, da ist es auch schon. Zehntausend Münzen und drei Goldspielersets. Ah, die sind natürlich eher kacke, ne? Also wir müssen auf jeden Fall in Gold 1 rein. Okay. Puh, Konzentration, komm schon. Es war doch nach vorne auch gar nicht so schlecht gespielt, also mal gucken. Gut, der wird weg. Es macht irgendwie Spaß, diese Leihspieler so zu verwenden, weil man dadurch halt auch wieder ein bisschen mehr Abwechslung im Spiel hat. Und man kann halt wirklich schon Spieler testen. Ich weiß jetzt, Koulibaly, ultra geiler Innenverteidiger. Bester Innenverteidiger, den ich bisher gespielt habe. Und den muss ich auf jeden Fall, ich mache erstmal die kleinen Verträge, alle bei den Spielern, wo ich denke, also ich denke so, dass De Rossi lange im Team bleiben wird, aber das ist eigentlich schon ein Spieler, wo ich gerne jemand anderes irgendwann mal hätte. Deswegen gebe ich ihm mal einen kleinen Goldbetrag. Ja, bei Koulibaly weiß ich jetzt einfach durch diesen Leihvertrag, der ist ultra geil, den musst du auf jeden Fall irgendwann haben. Und wer war denn jetzt der zweite Innenverteidiger eigentlich? Ich hatte mir doch schon den zweiten gekauft. Ist der hier schon irgendwo? Ja, De Vrij, alles klar. Mal schauen, wie der ist. Der war ja, glaube ich, ziemlich groß, ne? Ja, 1,89, sehr schön. So, der hat 4 Sterne auf den schwachen Linken und Musacchio hat 3, also wechseln wir das mal. So. Und jetzt können wir ja einen neuen Leihspieler fest reinnehmen. Ist das jetzt schon, ach nee, Nainggolan wollte ich da jetzt reinnehmen. Nainggolan, genau, Nainggolan. Hier ist er. Was für ein Biest, ey, was für geile Werte. 7 Spiele, das ist doch schon mal geil. Okay, ich glaube, wir lassen De Rossi drin, der war auf jeden Fall auffälliger als Biglia, meiner Meinung nach. Wir gucken mal schnell nach den Scorer werden, 18 Spiele, 4 Vorlagen. 18 Spiele, gar kein Scorerpunkt. Hahaha. Also wenn jetzt nur nach den Scorer werden geht, dann müsste ich auf jeden Fall Biglia nehmen. Biglia hat, ist ein bisschen schneller, hat den besseren Pass, das bessere Dribbling, die schlechtere Verteidigung, die schlechtere Physis, einen schlechteren Schuss. Aber ich gehe jetzt einfach nach den, ja, aber De Rossi war halt auch nach hinten auffälliger, meiner Meinung nach. Und eigentlich ist es mir ja schon fast wichtiger, dass die Defensive dann passt als Sechser. Deswegen werde ich mir trotzdem De Rossi lassen, auch wenn er jetzt noch keinen Scorerpunkt gemacht hat. Nainggolan, Rechtsfuß, schwacher Fuß 3. Rechtsfuß, schwacher Fuß 4. Also lassen wir das so. Und gehen in die Bundesliga rein. Okay, da muss ich jetzt natürlich noch Nainggolan auf die Bank setzen, sonst regeneriert er sich wieder nicht. 86 wird auch ultra teuer sein. Okay, okay, konzentrieren, konzentrieren, konzentrieren. Ich denke, mit meiner Abwehr war ich, es war nicht perfekt, aber die fand ich eigentlich ganz gut. Der Gegner hat 2 Tore geschossen. Das erste Tor, da war ich gut dran, aber hatte das Problem, dass ich nicht zu nah dran war und dass die Chance dann direkt drin war. Das hätte man noch ein bisschen optimaler spielen können, indem man im 1 gegen 1 den Außenspieler besser verteidigt. Aber das 1 gegen 1 ist sowieso so schwer, dass man, also da braucht noch mehr Übung und das wird immer mal vorkommen. Das ist ja mal richtig gut, wenn man es immer mal vorkommt, dass man im 1 gegen 1 nicht perfekt spielt, weil es einfach so schwer ist. Aber jetzt haben wir mal wieder ein nicht ganz so starkes Team, das ist doch schon mal schön. Vielleicht auch Musa im Sturm. Und ich gehe mal davon aus, die anderen sind auch schnell, keine Ahnung. Sieht ein bisschen aus wie Sandro Wagner als ZOM. Aber ansonsten, ich war in vielen Situationen wirklich sehr dicht am Mann. Gerade im 16er war ich oft sehr dicht dran, hab Ronaldo gut verteidigt. Also ich bin eigentlich zufrieden mit meiner Verteidigungsleistung. Nur der Elfmeter war halt richtig scheiße. Wie gesagt, das 1-0 war wirklich sehr, sehr schwer zu verteidigen. Ich weiß, dass es verteidigbar war. Wir hätten halt dichter am Mann sein können. Definitiv. Aber das war einfach eine sehr, oh, Idiot, sehr schwere Situation. Schön gemacht von Ginter. Man merkt auf jeden Fall auch, dass die Verteidiger, beziehungsweise die Innenverteidiger, die halt besser sind,
dass die auch wirklich mehr machen. Also ein Inform Ginter macht halt von sich aus, von selbst, mehr als zum Beispiel, wen habe ich daneben stehen? Süle. Wobei bei Süle geht es auch noch, aber die anderen Innenverteidiger, die ich sonst hatte in der Bundesliga, musste ich mich mal kurz konzentrieren. Die sonst halt in der Bundesliga, da hat man halt schon gemerkt, dass sie weniger gemacht haben. Genau wie Tonelli und Astore, die ersten beiden Innenverteidiger, die ich in der KSUA hatte, da hat man es auch gemerkt, dass die einfach weniger gemacht haben als jetzt Musacchio zum Beispiel und Koulibaly. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass dann die besseren Innenverteidiger auch wirklich mehr und besser was machen. Ich hätte noch einen Schritt gehen sollen, damit ich mich besser ausrichte zum. Krass, habt ihr gesehen, wie Süle den festgehalten hat? Das war natürlich eigentlich ein Foul. Wenn er hinfällt, wird es auf jeden Fall einen Elfmeter geben, aber man darf ja eigentlich schon nicht so am Trikot ziehen. Das war krass. Aber das war auch wieder von selbst gemacht. Oh nein. Das war halt auch wieder von selbst gemacht, auf jeden Fall. Dieser Zupfer. Zum Glück halt ist Musa nicht hingefallen, weil Musa hat auch keinen krassen Körper. So, gerade ist er wirklich gut und dicht. Das war wieder ein schlechter Pass von mir an den Spielern dran. Und ich mache gerade ganz, ganz dumme Abspielfehler, wodurch er immer wieder in den Angriff reinkommt. Schade. Das war mal ein guter Angriff. Oh nein! Oh, wenn er den kriegt. Fuck. Ich glaube, bei dem Konterspieler muss ich auch mal. Das war gut verteidigt. Er wusste nicht, was er machen soll. Muss ich auch mal auf Defensiv gehen. Das war jetzt der erste Angriff, den er so gekontert hat. Deswegen würde ich jetzt noch nicht auf Defensiv wechseln. Und erstmal warten und mir den zweiten Angriff noch anschauen. Der war jetzt auch nicht wirklich gefährlich, hat ihn nicht gut ausgespielt, den Konter, glücklicherweise. Und, oh, halbes Lackertor, würde ich sagen. Halbes Lackertor war halt trotzdem eine gut rausgespielte Situation. Und, also die Situation war ja nicht gelackt, der Schuss an sich. Aber dass das Ding dann trotzdem reingeht, obwohl die dran sind, das war natürlich schon gelackt. Von daher. Also, was heißt gelackt? Das war halt Glück. Da war Glück dabei. Deswegen würde ich sagen, halbes Lagertor. Aber schöne Situation, schön, dass der Pass funktioniert. Straffer Pass, deswegen braucht er erst wieder ein bisschen, bis er den annimmt. Aber wir hatten die Zeit und dann macht Arangis das Tor. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall auf Defensiv. Sehr schön. Schade. Hätte auch gehofft, dass vielleicht Arangis einen Tick besser läuft, mit an ihn anspielen können, aber es war leider nicht so. Ach so, da fällt mir gerade ein, ich wollte ja auch. Oh, schön, wie sie sich wieder gegenseitig behindern. Hat das toll gemacht. Schöner Stellungsfehler von Schmelzer.
Und das ist, naja, wie gesagt, CPU-Verteidigung halt. Ich konnte den nicht rechtzeitig anwählen. Schmelze macht den riesen Stellungsfehler, lässt Musa durchlaufen und nur deswegen fressen wir dieses beschissene Gegentor. War halt einfach nur massiver Stellungsfehler Schmelzer und ich weiß nicht, ob ich es überhaupt hätte, ob das überhaupt möglich gewesen wäre, da schnell genug auf Schmelzer selber zu wechseln und ihn zu steuern, aber da kam er nicht mehr hinterher. Schönes Pacer-Tor. Und ja, ist sehr ärgerlich, dass ich dann wieder durch so einen Scheiß bestraft werde. So von wegen Sevilla 17 Verteidigung, als ob die wieder irgendwie alles selber machen würden. Das stimmt ja überhaupt nicht. Also ich verstehe irgendwie nicht, wieso das die Leute schreiben, dass es wieder nach dem Patch die Verteidigung so anders wäre. Oder zumindest, vielleicht ist es ein Tick einfacher jetzt, das weiß ich nicht. Also dafür habe ich einfach nicht genügend Spiele vor dem Patch gemacht. Aber es ist definitiv nicht so wieder so wie in FIFA 17. Also das ist kompletter Schwachsinn. Die Verteidiger machen immer noch viel zu wenig selbst, haben totale Abwehrschnitzer drin. Schade. Musa hat zum Glück keinen Körper, das ist gut. Der Gegner wird aber auf jeden Fall schlechter als der gerade eben, würde ich sagen. Ich wollte den Schuss deutlich machen. Schade. Auch nochmal dran. Ja, sehr, sehr ärgerliches Gegentor, wie ich finde. Aber ich sag mal so, Gegentore sind eigentlich nie nicht ärgerlich, aber das war halt besonders ärgerlich, weil es nicht direkt meine Schuld war. Es kann sein, dass ich da vielleicht Schmelzer eher anwählen muss. Ich weiß nicht, ob das möglich gewesen wäre. Dann wäre es verhinderbar gewesen. Ansonsten kann ich da nichts machen. Wenn ich in der Lage bin, da Schmelzer eher anzuwählen, dann kann ich da nichts machen. Weil es einfach nur Stellungsfehler Schmelzer war. Beziehungsweise er hat einfach das Tempo nicht mitgenommen oder ist nicht in die Richtung gelaufen, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ja, ich habe zu spät gesehen, dass er die Ballannahme so verkackt. Ich wollte gerade noch eine Schusstäuschung draus machen. Hat nicht geklappt und dann hat er halt einfach geschossen. War eigentlich ein Foul, also eigentlich ist es ein Elfmeter gewesen, aber war halt auch einfach wieder nur Süle, ist halt 300 Meter groß, hat einen mega fetten Körper und läuft halt einfach an ihn rein und Musa fällt um. Ich denke, es ist trotzdem eigentlich ein Elfmeter, aber ich hab nichts gemacht, also er ist einfach nur reingelaufen und dadurch ist er dann umgefallen. Aber ich denke, es ist trotzdem ein Elfmeter. Würde ich behaupten. Das hat er gut antizipiert, diese Schusstäuschung oder mitbekommen, wie auch immer. Schade. Schade. Schön gemacht von Weiß. Jetzt müsste das zweite Mal, das Weiß ja super geil, den Körper reinstellt gegen Musa. Och nein! Da konnte ich diesmal meiner Meinung nach aber wirklich nichts machen. Es war am Ende gut gespielt, aber auch wieder ein ärgerliches Pace-Tor. Okay, gehen wir auf Offensiv. Und wie gesagt, der Gegner ist schlechter als der letzte und ich spiele meiner Meinung nach auch besser als der Gegner. Aber nicht so extrem viel, dass ich sage, das ist eine Katastrophe, dass er jetzt hier irgendwie in Führung geht. Also es ist trotzdem eine Katastrophe, aber das ist nicht super unwahrscheinlich. Der dribbelt dann auch nicht schlecht, teilweise.
Schade. Hätte ich sogar noch einen Schritt gehen können. Schuss doch den Gang mal ganz gut. Das war ein Scheißpass. Ja, den Laufpass halt einen Tick weiter spielt, wie sich das gehört. Dann ist er da auch durch, der Traoré. War natürlich schlecht. Das war aber noch schlechter. Viel zu zentral geschossen von Origier. Schön mit Ginter. Schade, schade, schade. Das würde ich sehr gerne gewinnen, das Spiel. Ich bin meiner Meinung nach der bessere Spieler. Ich meine, ich will jedes Spiel gewinnen, auch wenn ich der schlechtere bin, aber. Boah, geil gemacht von Süle. Vielleicht nochmal ein Lackertor über eine Ecke. Oder mit Süle einfach mal ein Kopfballtor, da ist er auch kopfballstark. Official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of any time. Oh, ein Tick eher, ein Tick eher. Oh, das war mein Fehler. Ich will einfach einen Tick eher passen. Scheiße! Hätte ich nicht verlieren müssen, das Spiel. Das 1-0 von Schmelzer, dieser Idiot, ey. Ja, das 1-1, sorry. Und jetzt am Ende hätte ich auch eher passen müssen auf Arangis. Ärgerlich, wie gesagt. Tja, ein Spiel verloren, wo ich denke, ich der Bessere war. Ein Spiel gewonnen, wo es ungefähr ausgeglichen war. Ich vielleicht leichte Vorteile hatte. Mann, hier guckt es euch an. Auch Statistik spricht eindeutig für mich. Aber das ist halt FIFA 18. Das ist halt FIFA 18. Das ist einfach so. Das ist noch schwieriger, hier die Dummy... Nanz oder die Dominanz, die eigene in Siege umzumünzen, wenn man halt nicht wirklich super super krass dominiert, also wenn es muss halt quasi ein Klassenunterschied sein, damit die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr hoch ist, dass man auch gewinnt. Wenn es halt noch kein Klassenunterschied ist, sondern man halt wirklich nur so 60-40 vorne liegt oder sowas, rein theoretischerweise, da ist so viel Varianz drin, da ist es so oft, dass der bessere Spieler dann nicht gewinnt, weil er halt ein bisschen Pech hat, weil der schlechtere Spieler ein bisschen Glück hat, sich das eine oder andere Tor lackt. Wie gesagt, das 1-1 vom Gegner war einfach nur das pure Glück, dass Schmelzer da einfach beschissen steht, stehen bleibt, nicht rennt, und als ich ihn dann endlich habe, den Schmelzer, ist er einfach schon zu weit hinten und muss er zu schnell. Es ist echt schade, dass dieses FIFA noch mehr als sonst pacige Dribbler belohnt. Also das finde ich echt schade. Und es liegt mir halt einfach nicht. Ich bin einfach kein pacige Dribbler. Das war ich noch nie und werde ich auch nie sein. Aber egal, wir haben jetzt 8 Siege. Wir brauchen jetzt noch 3 Siege für Gold 3. Ich hoffe, dass wir es hinbekommen. Ich meine, es ist jedes dritte Spielgewinn.
bei neun übrigen Partien. Ich gehe jetzt erstmal was essen bei meinen Eltern und dann hoffe ich mit, gehe ich mit, komme ich mit neuen Kräften wieder und werde hier noch neun Siege in Folge einfahren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschüss, tschüss.